Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spiel mit mir Kanal. Leute, heute mit einem neuen Spiel von Hasbro. Und zwar nennt sich das Ding Slotter. Ja, Slotter. Und da müssen wir Münzen, glaube ich, hier durch diese Maschine bringen. Oder nach oben, ich weiß nicht. Ah, ich glaube nach oben. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und es ist ein Strategiespiel. Ein spannendes Strategiespiel. Ja, Strategiespiele sind eigentlich nicht so spannend, finde ich zumindest. Aber das sieht zumindest sehr, sehr spannend aus, weil das ein Strategiespiel ganz nah beieinander ist. Gegeneinander dauert etwa 15 Minuten, ist ab 7 Jahren geeignet, Leute. Und für 2 Spieler. Mehr als 2 Spieler können das auch nicht spielen. Zusammenbau durch Erwachsene erforderlich. Naja, ob ich da wohl Nina oder Kathi rufen muss, ich werde es erstmal selber versuchen. Ist ein Spiel von Hasbro, habe ich gesagt, ne? Und mit jeder Drehung eine neue Herausforderung. Okay, wir müssen das Ding nach oben oder nach unten bekommen? Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Na, eigentlich eher nach oben, weil nach unten, weil nach oben würde das ja nicht so viel Sinn ergeben, aber wir müssen mal schauen. So, es gibt insgesamt 3 Münzen, okay, das sind, glaube ich, die Spielvarianten, oder? Versuche all deine Spielchips durch Räder, Räderlabyrinth in die Rutsche zu drehen. Aber pass gut auf, denn jeder Dreh könnte dein letzter sein. Ah, okay, gibt es nur. Jetzt verstehe ich, warum das ein Strategiespiel ist. So. Wir machen das Ding auf, ich habe genügend erzählt. Wir werden das Ding natürlich auch heute direkt mal testen, Leute. So, ich glaube, ist das nur verschiedene Farben? Ja, das sind nur verschiedene Farben. Ich dachte, die hätten auch verschiedene Formen oder sowas. Insgesamt 5 Münzen gibt es hier. So, wofür wohl das da ist? Vielleicht für die, ich glaube, für die Münzen. So, und dann haben wir hier hoffentlich mal die Spielanleitung. Das ist der Zusammenbau, werde ich gleich mal machen. Und dann haben wir hier der erste Spieler, der all seine Spielchips durch die Räder hindurch in seine Rutsche und in seine Rutsche dreht. Okay, Standard-Slotter. Ja, okay, Profi-Slot. Wir haben, ladet ihr eure Spielsätze jeweils in der richtigen Reihenfolge. Okay, naja, gut. Schaue ich mir gleich mal an. So, und dann würde ich sagen, baue ich das Ding jetzt mal zusammen. Und dann starten wir mal mit unserem Strategiespiel. So, Leute. Okay, Leute, die Slotter-Maschine ist aufgebaut. Und Leute, ganz wichtig, das habe ich eben noch gar nicht gecheckt. Jeder Spieler, und wir fangen auch direkt jetzt an, ich spiele zwar allein, aber jeder Spieler setzt sich auf eine Seite. Also das Ding ist hier zwischen mir und meinem Gegenspieler oder meine Gegenspielerin. Ich habe diese Seite und unser Gegenspieler hat diese Seite. Und das ist halt das Witzige dabei. Wir müssen den Schlüssel hier reinstecken und können das so oft drehen, wie wir wollen, aber dann nur an einem Schlüssel, an einem Rad pro Spielzug. Und wir wissen ja nicht, was dann hier passiert. Ne? Die sind halt nicht ganz genau gleich. Und was dann mit den anderen passiert, das wissen wir nicht. Vielleicht helfen wir unserem Freund, unserem Gegenspieler oder auch nicht. Das werden wir gleich zum Beispiel mal testen. Hier packen wir zum Beispiel nur die Orangenen rein. Ist egal, welche Reihenfolge, Leute. Na, also welche Zahlenreihenfolge. Hier steht immer 1, 2, 3, 4, 5. Durch hier kommen 5 rein. Und dann hier auf die andere Seite müssen wir die aber packen. Ne? Dass die zur anderen Seite rausfallen. So habe ich es jetzt zumindest verstanden. So. Und ich spiele das jetzt mal kurz alleine. So, hier kommen die dann raus. Ne? Das ist hier so eine Treppe. So, und ich fange jetzt zum Beispiel mal hier an. Ich habe gesagt, ich will die Orangenen. Ne? So, dann drehe ich einmal. So, ich kann das drehen, wie ich will. So, jetzt wäre mein Spielzug zu Ende. So, entweder drehe ich später am gleichen Rad oder nicht. So, ich schaue. Ah, guck mal hier. Hier haben wir was für unseren Gegner getan. So, wären wir jetzt Gegner, würden wir jetzt Folgendes machen. Würden das hier nehmen und würden das hier einmal drehen. So. Okay. Und ich glaube, genau, und wir lassen den hier drinnen. Ne? Ah, genau, richtig. Ich müsste den eigentlich hier drinnen lassen. Stimmt. Ich müsste den hier drinnen lassen. Ne? Das heißt, den hätte ich vorher gar nicht bewegen können, sondern nur den hier zum Beispiel und hätte das hier schon so vorbereiten können. So, habe ich hier blockiert, ne? Also muss ich hier wechseln und ich bereite schon mal hier vielleicht was vor. Also ist es ein ständiges Hin und Her und dann sehe ich, ah, okay, jetzt kann ich den, kann ich das hier vielleicht reinholen. Ja, passt, der ist wieder frei, ne? Also das ist so ein ständiges Hin und Her, Leute. Und irgendwann hat halt derjenige gewonnen, wir gehen das jetzt mal durch, der alle seine 5 hier hat. Ne? Also so zum Beispiel. Ne? Die dürfen eigentlich nicht nachhelfen. Machen es jetzt aber mal so. Und dann noch so irgendwie. Aber das Ding möchte jetzt irgendwie nicht rauskommen. So. Und dann hier raus. Und zack, hätten wir Nummer 1. Oder in unserem Fall Nummer 5. Und das ist Slotter. Also das Strategiespiel, es ist wirklich ein heftiges Strategiespiel. Ich hätte gedacht, wir haben nur eine Seite hier zur Verfügung. Aber so ist es halt nicht, ne? Sondern wir haben hier die andere Seite. So,
Zum Beispiel so. Wichtig ist, dass der Schlüssel immer drin bleiben muss. Das ist das Wichtige, Leute. Okay, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch, Leute. Gar kein Problem. Aber lasst doch ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und klickt mal auf die Glocke, Leute. Ne? Dann wisst ihr Bescheid. Ciao!